Das Erzbistum Bamberg kann man natürlich von oben vorstellen. Man kann seine Fläche von 10.228 Quadratkilometern nennen. Man kann die 645.000 Katholikinnen und Katholiken beziffern und die 339 Pfarreien, die es hier gibt. Aber vielleicht macht es auch Sinn, näher ranzugehen und Menschen zu Wort kommen zu lassen. Am Bamberger Dom etwa treffen wir Nora Gomringer. Wie nimmt die Lyrikerin und bekennende Christin das religiöse Leben in ihrer Wahlheimat wahr? Also es ist ein bisschen komisch, aber es gibt hier etwas sehr, sehr Zärtliches. Hier heißt ja jedes Brötchen Leibler oder eine Seele. Das klingt so albern und so klein, aber es ist ganz wichtig. Wenn man hier Brötchen kaufen geht, kauft man Labler, kleine Leiber. Und irgendwie ist das natürlich tief verwurzelt in den Leuten. Es fällt ihnen alles schon gar nicht mehr auf. Aber allein, dass es hier in der Sprache so eine Zugänglichkeit gibt und dass die, zumindest die Prozessionen auch so bewusst wahrgenommen werden von den Bambergern, auch wenn es sie stört oder so, aber sie sind da und sie, an ihnen wird als Tradition festgehalten. Also speziell bambergerisch würde ich fast sagen, dass es so tief ins Leben hineingeht, von der Bäckerstube hin zum Dom, ist es Teil und in einer angenehm unaufgeregten Art und Weise. Also ich finde wenig Fingerzeig und finde wenig strikte Weisung, sondern eher ein hier lebt man mit der Religion. Ein ganz anderer Dom als der Bamberger steht in der kleinen Gemeinde Buchbach. Die Pfarrkirche St. Laurentius, liebevoll auch Dom des Frankenwaldes genannt, ist nicht nur architektonisch etwas ganz Besonderes, auch die Entstehungsgeschichte der Kirche lässt staunen. Denn sie wurde Anfang der 1970er innerhalb eines einzigen Jahres erbaut, ein Kraftakt und Glaubensbekenntnis der eingeschworenen Dorfgemeinschaft. Diese Gemeinde, wie die zusammengestanden hat, wie die zusammen geleistet haben. Das Holz ist von den Bauern für den gesamten Dachstuhl gespendet worden, in die Sägewerke transportiert, zurückgeholt. Die Frauen haben es dann 3-4 Mal gestrichen. Das war dann die Arbeit der Frauen, bis das wiederum dann verarbeitet wurde. Also es war wirklich das ganze Dorf involviert. Sage und schreibe 40.000 Arbeitsstunden haben die Buchbacher damals investiert. Und so ein mit vielen Raffinessen und Besonderheiten ausgestattetes Gotteshaus geschaffen, das auch heute noch viel Herzblut abverlangt. Wir haben schon zu tun, dass wir dieses Bauwerk so erhalten, wie sie es eben heute auch vorfinden, weil der Kreis der Gläubigen, der Aktivgläubigen, der wird auch bei uns nicht größer. Und die Aufgaben sind halt jetzt auf weniger Schultern verteilt. Aber es ist nach wie vor, Gott sei Dank, gibt's immer wieder Menschen, die Verantwortung übernehmen, die sich auch diese Verantwortung stellen in den Gremien und dieses Schiff Kirche weiterhin mit am Leben erhalten. Das Schiff Kirche wird aber nicht nur in großen und pompösen Gotteshäusern auf Kurs gehalten, sondern auch in den kleinen Kapellen am Wegrand. So wie am Kalvarienberg bei Thurndorf. Als ehrenamtlicher Küster hat Franz Eller hier seinen ganz persönlichen Kraftort gefunden und versucht diese Erfahrung auch weiterzugeben. Da kommt es natürlich auch oft vor, dass ich einfach Menschen begegne. Ich spüre, die schauen mich erwartungsvoll an, wenn ich hier aufsperre und die Tür und ich dann halt auf sie zugehe und sage, was möchten Sie? Möchten Sie in die Kapelle rein? Und dann kommt man ins Gespräch. Und dann spürt man schon auch den einen oder anderen individuellen, persönlichen Kreuzweg. Und wenn man dann die Menschen bei der Hand nimmt und sie hereinführt und sie auf das
geöffnete Herz Christi weiß, die sich ja ausgeblutet hat aus Liebe für uns. Und dann sagt, jetzt legen wir doch mal alle deine Sorgen, die du hier mitgebracht hast, mit in dieses große Herz mit hinein. Dann spüre ich schon, dass die Leute auch diesen Zugang finden. Spürt man auch, dass sie da Kraft finden, dass sie vielleicht auch empfinden, da ist ja noch einer da, der mitträgt. Ich muss es ja gar nicht alleine tragen. In der Nürnberger Innenstadt steht die offene Kirche St. Clara. Dabei handelt es sich um eine Kirche ohne fest umrissenen Pfarrbezirk, eine Citykirche, offen für jeden. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die im Trubel der Großstadt Sehnsucht nach Spiritualität haben, unabhängig von Religion, Kirchenzugehörigkeit oder sozialem Status. Na, Sie sehen das an unserem Programm. Also es ist halt kein Fahrbrief, sondern das ist schon darauf gestrickt auch etwas, dass auch Leute, die sagen, ja, ich habe es nicht so mit Kirche, da möglicherweise was finden, wo sie sagen, aber da gehe ich mal hin. Und sei es einfach ein Konzert. Und das sind ja oft auch so erste Kontaktflächen, dass Leute sagen, ich habe jetzt keine Lust, in den Gottesdienst zu gehen, aber der Raum ist schön, ich glaube, da setze ich mich mal hin. Oder ganzen Kerzen, die in St. Clara angezündet werden. Das ist ja auch nicht alles von den guten Katholiken. Das ist, die kommen rein und sagen, dem und dem geht es gerade dreckig, für die mache ich eine Kerze an. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwie ist das was Gutes. Und dann, manchmal kommt es dann auch wirklich, dass Leute sagen, hier komme ich öfter hin. Ich erlebe die Leute, die hier arbeiten, auch als verhandlungsfähig. Mit denen kann man reden. Wenn es bei mir mal spitz auf Knopf steht, weiß ich, wo ich hänge. Im Bullenheimer Weinparadies treffen wir Anja Baumer-Löw. Gemeinsam mit der Arbeitsgruppe Fromm des BDKJ-Regionalverbands Neustadt organisiert sie mehrmals im Jahr Gottesdienste an besonderen Orten. Auf dem Bauernhof, unter Tage oder wie vor kurzem hier an der Ruine der Bullenheimer Kunigundenkapelle. Ich glaube, der große Mehrwert besteht darin, dass wir wirklich versuchen, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Ort und dem, wie wir Gott feiern können. Ja, also ich denke, jede Liturgie hat immer die Möglichkeit in sich, eine spirituelle Erfahrung von Gottes Nähe zu machen. Und wenn sich ihr eben die Verbindung auftut zwischen dem Ort, an dem Leben sich abspielt, und dem, was wir Christen von unserem Gott glauben, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache und kann einen auch erfüllen und bereichern. Und ich glaube, das spüren die, die zu unseren Gottesdiensten kommen und sie mit uns mitfeiern. Und das sind vor allem Jugendliche und junge Erwachsene. Denn die Veranstaltungsreihe wird von jungen Menschen für junge Menschen entwickelt. Ich glaube schon, dass der Jugendbereich das einlöst, was Papst Franziskus in seinem Schreiben Christus Vivit ja auch fordert, neue Wege zu gehen. Und deswegen glaube ich, dass so ein Projekt mit viel Experimentierfreude im Jugendbereich gut aufgehoben ist, beziehungsweise es auch nicht verwunderlich ist, dass gerade junge Leute, die gerne etwas bewegen möchten und vieles auch anders machen möchten und auch was ausprobieren möchten, auf solche Ideen kommen und dann dieses Projekt auch umsetzen. Mit einer Überzahl an evangelisch-lutherischen Christinnen und Christen in seinem Einzugsgebiet ist das Erzbistum Bamberg das größte Diaspora-Bistum in Bayern. In Bayreuth ist Regionalbischöfin Dorothea Greiner verortet.
Welches Bild hat sie von ihrem Nachbarn und Partner, dem Erzbistum Bamberg? Das Erzbistum Bamberg, eigentlich nehme ich Menschen wahr, denen wir begegnen. Und das ist oft ein sehr herzliches Miteinander, das wir pflegen im Gegenüber. Es ist kein Gegenüber, sondern ein Miteinander. Und wie sieht dieses Miteinander aus? Zwei Dinge möchte ich sehr konkret nennen. Wir haben eine ständige ökumenische Kontaktkommission, die sich jetzt dieses Jahr zum 80. Mal getroffen hat. Das heißt, es ist eine Basis da kontinuierlicher Kontakte. Und das Zweite, was ich nennen möchte zu diesem strukturellen Guten, ist, dass wir auch spirituell verbunden sind, insbesondere durch ein Projekt, die ökumenischen Alltagsexerzitien. Auch die haben ein Jubiläum dieses Jahr. Zum 10. Mal geben wir jetzt dieses Heft heraus. Viele, viele Gemeinden aus Kirchenkreis und Diözese treffen sich und tragen so die Fastenzeit miteinander durch und befruchten sich wechselseitig. Und aus dieser spirituellen Ökumene wächst die Kraft für die Ökumene von morgen. Auch in der Benediktinerinnenabtei Maria Frieden treffen Welten aufeinander. Im idyllischen Kirchschletten gewährt Äbtissin Mutter Mechthild Flüchtlingen Kirchenasyl, um möglicherweise ungerechtfertigte Abschiebungen zu verhindern. Für diesen Einsatz gibt es viel Zuspruch. Mutter Mechthild gerät jedoch auch ins Visier der Justiz, wegen Beihilfe zu unerlaubtem Aufenthalt. Dass es dem Buchstaben des Gesetzes zuwiderläuft, daran habe ich nicht gedacht. Ich war überzeugt, Kirchenasyl ist die Möglichkeit, Menschen in solchen absoluten Notlagen noch einmal eine Chance zu geben, dass der Fall noch mal überdacht werden kann, wenn vom BAMF die Ablehnung kam. Und es gibt ja auch einige Fälle, die aufgrund des Kirchenasyls dann später die Chance auch bekommen haben, hier zu bleiben und in Schulen zu gehen und Ausbildungen zu machen. Die Begründung für das beherzte Eingreifen der Ordensschwester kommt dabei direkt aus der Mitte des christlichen Glaubens. Was ihr dem Geringsten meiner Menschen tut, das habt ihr mir getan, sagt auch Jesus. Was ihr dem geringsten Menschen tut, das habt ihr mir getan. Dieser Satz aus dem Matthäusevangelium macht klar, wie ernst es Jesus mit der Menschlichkeit ist. Wer so lebt, dass er in jedem seiner Mitmenschen das Ebenbild Gottes erkennt, der muss auch dementsprechend handeln. Und diese Überzeugung äußert sich für Mutter Mechthild nicht nur in großen Heldentaten, sondern auch alltäglich, im wertschätzenden Umgang mit dem Nächsten. Ja, ganz klug ist doch unser Vater Benedikt, der Ordens, wir sind ja Benediktinerinnen, der sagt, man soll, wenn Entscheidungen sind, auch einmal den Jüngsten was fragen. Der schweigt ja normalerweise, der Jüngste traut sich noch nichts sagen, denn es kann ja auch sein, dass der vom Heiligen Geist den Willen Gottes eingegeben kriegt. Also mal wirklich hören, was denken denn die einzelnen Menschen, zu den Menschen gehen. Und nur auf diese Weise, mit dem Blick auf den Menschen, lässt sich auch das Erzbistum Bamberg hinlänglich beschreiben. Fernab von Zahlen und Definitionen wird es zum Leben erweckt durch die vielen Christinnen und Christen, die sich hier auf verschiedenste Weise engagieren. Sie machen das Bistum zu dem, was es ist. Eine große Gemeinschaft der Gläubigen zwischen Fränkischer Schweiz und Steigerwald. Musik.